das sind die Batterien. Das ist alles? Das sind alle Batterien. Umgerechnet können wir sagen, wir können mit einem Liter Benzin von hier bis nach Moskau fahren. Ja, heute ist der Earth Overshot Day, also der Erdüberlastungstag. Das heißt, ab heute entnehmen wir rein rechnerisch unserer Erde wieder einmal mehr Ressourcen, als überhaupt zur Verfügung stehen. Und ich habe gerade einen Radiobericht dazu gehört, dass das vor allem auch mit unserem Müllproblem zu tun hat, aber natürlich auch mit der Energieversorgung, dass wir immer noch zu viel Strom aus fossilen Energieträgern erzeugen und verbrauchen. Und vor allem, dass wir aber auch viel zu viel Energie im Mobilitätsbereich verbrauchen und dass wir hier massive Veränderungen benötigen, um unser Weltklima nicht völlig aus den Fugen zu geraten. Ich bin heute für euch unterwegs zu einem wieder sehr, sehr spannenden Treffen. Und zwar, nachdem ich ja letzte Mal diese 15 kW Windanlage in Berlin besichtigt habe, bin ich heute auf dem Weg in den Norden von Berlin, also richtig raus aus Berlin. Und zwar geht es nach Nidwerda. Das liegt bei Neuruppin, es gehört auch zu Neuruppin. Und da fahre ich zu einer Firma, die ein ganz außergewöhnliches Fahrzeug auf die Beine gestellt hat. Aber nicht nur diese Firma alleine, sondern das hat sie zusammen auch mit einer Schule getan. Ihr werdet nachher noch ein bisschen mehr davon erfahren. Und dieses Fahrzeug, das ist ein Weltrekordfahrzeug, wenn es darum geht, mit möglichst wenig Energie möglichst weit zu kommen. Und das unterbietet selbst so ein Elektrofahrzeug wie die Zoe um Lichtjahre. Ihr könnt ja schon mal überlegen, ja, wie weit kann man wohl maximal so mit etwa einer Kilowattstunde oder vielleicht einem Liter Benzin fahren? Wie weit geht das überhaupt? Ja, okay, dann sind wir jetzt angekommen nach einiger Anfahrt hier in Nidwerda und ihr seht schon dieses sehr futuristisch aussehende Gefährt, was ich euch vorhin schon angekündigt habe. Und ich habe ja den Zuschauern schon angekündigt, dass dieses Auto ein ganz besonderes, kann man Auto sagen? Ja. Darf man, ja? Okay, dann sind wir jetzt sozusagen bei den Köpfen des Projektes angekommen und ich glaube, wir fangen einfach mal an. Ihr stellt euch einfach mal kurz der Reihe nach vor, sagt, welche Aufgaben ihr habt, woher ihr kommt, was so die Idee dahinter ist. Also ich bin der Janik, bin ein Zweifahrer, also wir sind zusammen zwei Fahrer, wir wechseln uns immer ab. Wir haben verschiedene Läufe und meine Aufgabe ist auch im Team eben halt sozusagen ein bisschen die Mechanik im Auge zu behalten. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 17. 17. Du bist ja noch in der Schule oder schon, ja, genau, nicht mehr? 11. Klasse war okay. Ich und komme jetzt in die 12. Der okay. Nächste Schuljahr. Und dieses Projekt machen wir eigentlich auch von der Schule aus und treffen uns jeden zweiten Freitag in der Werkstatt. Gut. Ja, ich bin Jakob. Ich habe eigentlich so ziemlich die gleiche Aufgabe wie Yannick. Ich bin Fahrer und als Fahrer muss man aber in unserem Team genauso das Auto, sag ich mal, im Kopf haben und mechanische Sachen regeln, elektrische Sachen regeln. Also wir sind genauso Mechaniker wie die Mechaniker. Das ist vielleicht ein Unterschied zu beispielsweise Formel 1 oder so. Und ja, ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir als Fahrer auch mitbauen und das Auto kennen. Umso besser können wir das dann auf der Strecke einschätzen als Fahrer, wie das Auto fährt und wie man effizient fährt. Ja. Ihr wisst quasi, wie jedes Bit und Byte in dem Fahrzeug läuft und könnt es optimal ausnutzen. Ja, ich bin Christian Wenger-Rosenau, bin der Entwickler des Autos und jetzt auch gleichzeitig Vater von Jakob. Bin sehr froh, dass mein Sohn hier mitmacht, aber habe vor 13 Jahren schon angefangen, solche Autos zu entwickeln. Und meine Faszination ist, Fahrzeuge zu entwickeln, die mit sehr, sehr wenig Kraftstoff weit fahren. Also extreme Energiesparfahrzeuge. Und habe den Jetcar entwickelt, der ja im Straßenverkehr auch einen super Verbrauch hatte. Und hier jetzt Fahrzeuge zu entwickeln, die so extrem sind, wir haben ein super Ergebnis erzielt. Umgerechnet können wir sagen, wir können mit einem Liter Benzin von hier bis nach Moskau fahren. Wir fahren jetzt zwar mit Strom, aber die Energiemenge, die in einem Liter Benzin ist, reicht von hier bis Moskau 1600 Kilometer etwa. Das ist total faszinierend. Ich hatte das vorhin schon angekündigt, also das sind ja ungefähr umgerechnet 8 Kilowattstunden. Ja. Und mit 8 Kilowattstunden kommt man mit der Zoe ungefähr 70 bis 80 Kilometer weit. Ja.
Ja. Ich habe jetzt auf der Hinfahrt 11 Kilowattstunden verbraucht für die Fahrt hierher, knapp 100 Kilometer. Daneben steht noch Klaus. Du bist mit dem Tesla Model S hier. Wie ist denn der Verbrauch von deinem Model S so auf 100 Kilometer? Ja, das hängt ganz stark von der Geschwindigkeit ab. Ich fahre nochmal sehr moderat und ja. da liege ich so zwischen 15 und 18 Kilowattstunden. Wie lang und wie schwer ist das Fahrzeug? Also das Auto wiegt 104 Kilogramm. Das ist jetzt beim Shake-Marathon nicht der Bestwert, aber schon sehr leicht. Man muss auch dazu sagen, unser Auto ist jetzt nicht die neueste Technologie. Es ist jetzt zum 11. Mal mitgefahren, also 11 Jahre. Und dementsprechend steigt das Gewicht von Jahr zu Jahr meistens auch etwas an. Dieses Jahr konnten wir es ein wenig reduzieren, dadurch, dass wir kleine Batterien verwendet haben. Und die Regeln haben sich leicht geändert, man braucht keinen Feuerlöscher mehr und so weiter. Mhm. Deswegen ist unser Auto etwas leichter geworden, aber ja, es bleibt bei dem Gewicht. Und andere Teams schaffen es mit 60 Kilo. Die Länge beträgt ca. 3 Meter. Ich weiß jetzt nicht genau die Länge, dadurch, dass wir eine neue Schnauze gemacht haben, die etwas länger ist. Dadurch ist sie aerodynamischer. Das haben wir zu diesem Jahr neu gebaut, das ist einfach nur aus Carbon. Eine neue Schnauze laminiert und vorne rangegangen. Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip, das Fahrzeug ist immer weiterentwickelt worden über die letzten Jahre. Genau. Also wir sind ja ein Schülerteam und das Auto wurde am Anfang einmal entwickelt, aber wir haben es von Jahr zu Jahr immer verbessert. Und okay. So wie es jetzt hier steht, ist fast alles neu im Vergleich zu, wo es gebaut wurde. Aha. Das Einzige, was noch ein bisschen ist, so die Scheibe, die Karosserie, aber so viele Sachen wurden neu gemacht oder umgebaut, um es einfach zu optimieren und den Regeln auch anzupassen. Also die Regeln ändern sich halt von Jahr zu Jahr. Andere Teams bauen deswegen dann komplett neue Autos und wir haben halt das Konzept immer einfach uns weiterzuentwickeln und immer das alte Auto sozusagen weiterzuentwickeln. Okay, dann schauen wir einfach mal rein. Dort ist das Lenkrad, das ist ziemlich groß, das ist 3D gedruckt. Ich gehe mal so ein bisschen hier runter, du kannst weiter erzählen, dann sieht man das besser. Ein Schüler von uns am Computer entworfen und gedruckt. Da sind auch die Steuerelemente dran, also Hupe, Blinker und so weiter. Das ist natürlich auch alles Vorschrift in dem Auto, weil es soll halt einem Straßenauto ähneln und sozusagen theoretisch auch im Straßenverkehr fahren können. Mhm. Mit Monitor in der Mitte sehe ich? Genau. Okay. Da hatten wir Zeiten drauf. Ja. Und das Material, aus dem das, du hast vorhin schon gesagt, das habt ihr aus Carbon selber laminiert. Ja, das ist das ganze Auto, die Karosserie ist aus Carbon. Ja. Mit einem Alurahmen. Also, wir haben hier noch einen Alurahmen dran, was uns sehr flexibel gemacht hat für die Umbauten und so, aber die anderen Autos der Konkurrenz sind meistens Carbon Monocoque und haben den Rahmen weggelassen und das ist alles nur noch Carbon. Bei uns ist jetzt nur die Karosserie, aber die sind trotzdem noch sehr leicht, also. Ja. Gut, okay. Also das ist sozusagen sehr spartanisch. Es ist vielleicht jetzt nicht gerade dieses Niveau vom Tesla Model S. Aber das muss auch nicht unbedingt sein, denn hier hat es ja den Sinn, möglichst effizient unterwegs zu sein. Scheibenwischer sehe ich noch. So ein bisschen Lampen. Seid ihr auch nachts unterwegs oder ist das eine Vorschrift, dass Lampen drin sind? Es ist eine Vorschrift, dass Lampen drin sind und auch Bremslicht und so muss natürlich vorhanden sein. Noch Blinker, aber die Blinker kann man auch benutzen, falls man jetzt von der Strecke dann abfahren möchte, in die Box wieder und eigentlich dann... Aber es ist nicht Pflicht und es verbraucht Strom, deswegen nutzen wir es nicht. Genauso wie die Hupe, die wir zwar sehr viel benutzen müssen, von den Regeln her, immer wenn man überholt oder neben einem anderen Fahrzeug ist, muss man hupen, aber man versucht dann so kurz wie möglich zu hupen, weil es natürlich auch stromsparender ist, nicht zu hupen. Also es kommt auf jede Wattsekunde an. Genau, es kommt wirklich am Ende, die Ergebnisse waren dieses Jahr so knapp. Ja. Man muss auch sagen, sehr glücklich für uns. Und wenn man da Kleinigkeiten nicht beachtet hätte, dann wären wir gleich ganz weit runtergerutscht. Bevor ihr uns noch ein bisschen was zu den Ergebnissen erzählt, wollen wir mal sozusagen auf das gucken, was, denke ich, viele interessiert, nämlich die Antriebs- und die Batterietechnik. Ja. Hier, okay. Das sind Elektrobürstenmotoren. Keine Brushless, weil wir müssen die Steuerung für das Fahrzeug selber entwickeln. Und die ist halt sehr aufwendig, also hier ist die Motorsteuerung. Da muss SEM halt drin sein oder irgendwie drin stehen. Steht für Shake-O-Marathon, damit die wissen, dass wir das selber entwickelt haben und nicht irgendwelche gekauften nehmen. Auf der Platine. Genau. Mhm. Und dementsprechend wäre es für Brushless-Motoren viel zu aufwendig für uns und wir haben dafür als Schüler halt nicht das nötige Wissen und nicht die nötige Zeit, dafür eine Steuerung zu entwickeln. Deswegen fahren wir mit Bürstenmotoren.
Ja, wir haben zwei Stück, einer mit 200 Watt und einer mit 250 Watt. Ach, das ist ja in manchen Fahrzeugen gerade mal der Lüfter. Das ist ja unglaublich. Aber man muss dazu sagen, wir überlasten hier ein wenig. Also ja. Wir fahren meistens mit etwas mehr. Mhm. Man kann die auch überlasten. Und wir hatten erst einmal oder zweimal Ausfälle wegen Hitze. Dann haben wir da Kühler rangebaut. Sind das jetzt handelsübliche Motoren oder sind die irgendwie, ist es irgendeine spezielle Herstellung oder irgendwas Besonderes? Das sind Schweizer Motoren von einer Schweizer Firma, ja, die als Hocheffizienzmotoren anbietet mit bis zu 94% Wirkungsgrad. Ja. Ist für einen Bürstenmotor ja sehr viel. Und die betreiben wir auch im günstigen Bereich. Also von daher haben wir eine hohe Effizienz, mhm, und brauchen eine relativ einfache Steuerung. Mhm. Und zwei heißt, jedes Rad wird von einem eigenen Motor angetrieben? Ja, aber wir nutzen nicht zusammen, sondern separat. Also das bedeutet, wir nutzen den einen Motor zum Beschleunigen. Mhm. Man muss pro Runde einmal anhalten, also wirklich stehen bleiben, sodass die Räder auch wirklich stehen. Und dann nochmal hochbeschleunigen, was natürlich sehr viel Energie, mhm, kostet. Aber das ist einfach, um den normalen Stadtverkehr zu, mhm, simulieren. Und dementsprechend würde der eine Motor das nicht schaffen, die hohen Geschwindigkeiten, also hoch im Sinne von 35 km/h, und dann noch die Beschleunigung von 0 auf 20 zu schaffen. Deswegen haben wir einen, der von 0 auf 20 fährt, und der andere, der kleine, fährt dann von 20 bis auf 35, beziehungsweise würde auch 40 schaffen. Aber in dem Bereich fahren wir nicht mehr. Liegt das daran, dass die dann nicht, dass der Motor dann überhitzen würde und vielleicht ausgehen würde? Ja, oder das liegt ist uns durchaus passiert im, ja, Jahr davor. Und dementsprechend, mhm, haben wir jetzt die Strategie so gelegt, dass wir den einen zum Beschleunigen, den anderen zum Sofahren nehmen. Und im Jahr davor ist es uns passiert. Das System ist auf 48 Volt ausgelegt. Mhm. Wir haben hier unten, das sind die Batterien. Das ist alles? Das sind alle Batterien. Da sind Lipos verbaut. Es ist ja unglaublich. Aus dem Modellbaubereich? Genau, aus dem Modellbau. Eigentlich die meiste Technik kommt aus dem Modellbaubereich, also von Flugzeugen oder ferngesteuerten Autos oder sowas. Und das sind ganz normale Lipos. Was sind das für Zellen? Also ist es diese Lithium-Polymer. Ja, aber ist es jetzt welcher Formfaktor? Welcher Formfaktor? Oder sind das Pouchzellen? Pouchzellen. Ja. Mhm. Und welche, das ist die übliche Frage im Elektroautobereich, ist, welche Kapazität? Also wie viele Kilowattstunden sind da? Ich glaube, in denen hier sind jetzt so 2 8000 Milliampere Akkus drin. Ja. Mit 22,2 Volt. Also wir haben dann sozusagen 44,4 Volt, aber die überlasten sich auch wieder ein bisschen, die sind so ein bisschen mehr. Und haben dann halt 8000 Milliampere-Stunden. Meine Güte, das ist ja fast nichts. Das ist fast nichts, aber damit halten wir zwei ganze Rennen durch. Ein Rennen geht, wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, das sind 14, 15 Kilometer sowas. Ja. Das sind 11 Runden und jede Runde hat, ich glaube, 1400 Kilometer. 1400 Meter, sorry. 1400 Meter, okay. Und dann muss man einmal pro Runde stoppen, und wir hatten am Ende ein Ergebnis, ich glaube, wir hatten knapp über 300.000 Joule. Auf die Strecke sind es umgerechnet 186 Kilometer mit einer Kilowattstunde. Das ist unglaublich. Aber ich habe es vorhin in der Anmoderation angekündigt, dass der Verbrauch Lichtjahre unter dem liegt, was so eine Zoe oder so ein Tesla verbraucht. Also genau. Ich glaube, da wollen wir nochmal 100 erzählen. 186 Kilometer pro Kilowattstunde. Genau. Das sind ja nur, rechne ich jetzt richtig, 18 Wattstunden pro Kilometer. Das ist ja fast nichts. Das ist ja unfassbar. Ja. Und man muss dazu sagen, noch dieses Stoppen, aber wir fahren ja auch nur mit 25 km/h im Durchschnitt. Ja. Letztendlich, wenn wir nicht stoppen würden bei der Weltmeisterschaft, wo wir ja dann auch uns qualifizieren konnten, wo 9 Teams die besten 9 von der Welt aus allen Kategorien, da fahren nicht nur Elektroautos mit, da fahren auch Hydrogen, also Wasserstoffautos, und Verbrenner mit, 3 aus jeder Kategorie, und dort hat man genau die Energie zur Verfügung, die man im normalen Rennen verbraucht hat. Also alle haben so viel Energie zur Verfügung, wie sie in ihrem besten Lauf hatten, und dann wird sozusagen Rennen gefahren ohne Stopps. Und dabei konnten wir den 4. Platz erreichen, was sehr gut ist. Die ersten 3 Teams Glückwunsch. Hatten nochmal 5% extra von dem, was sie verbraucht hatten, weil sie sich als Erster qualifizieren konnten. Da wir uns nur als Dritter qualifizieren konnten, sind wir sozusagen ja eigentlich das beste Team, was keine extra Energie hatte. Also wird man da quasi auch ein bisschen bestraft, wenn man
Nee, man wird belohnt, wenn man effizienter ist als andere. Genau, wenn man als Erster sozusagen im ersten Lauf, also wenn man, da fährt man nur gegen die Zeit und man muss nur die 25 km/h Durchschnitt einhalten. Und dann im Finale ist dann sozusagen nicht der Stopp. Das bedeutet, man hat dann mit der gleichen Energie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 32 km/h oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, knapp über 30. Und die effizientesten Teams, die haben dann nochmal 5% extra und dementsprechend können sie dann noch mehr aufs Gas geben. Und das ist ein Rennen wie bei Formel 1 oder so, also mit Start und dann wird gegeneinander gefahren. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist wirklich tatsächlich hauptsächlich, es geht wirklich nur um Energieverbrauch pro Kilometer. Es geht nicht um Zeit. Na, die Zeit spielt da also jetzt keine Hauptrolle, aber man muss eben halt 11 Runden in 39 Minuten schaffen und wenn man das nicht schafft, dann ist man raus, dann wird der Lauf nicht gewertet. Wenn man eine Millisekunde drüber ist, ist der Lauf sofort ungültig. Ihr dürft zwischendurch nicht nachladen. Wir dürfen nicht nachladen, wir müssen auch durchhalten, ansonsten sobald wir irgendwie stehen bleiben oder so, ist es unser Pech. Kann auch passieren, dass man durch andere irgendwie stehen bleibt, wenn man an einer Stopplinie irgendwie hinter einem anderen Auto steht und der bleibt stehen, man kommt da nicht weg, hat man Pech gehabt. Ja. Und man hat 4 Versuche und wir haben dieses Jahr sogar alle 4 erfolgreich bestanden. Also wir haben alle 4 Läufe, sag ich mal, einen Wert gehabt. Und am Ende zählt dann der Beste. Und die anderen Werte waren bei uns aber auch knapp dran an unserem Besten. Also wir waren immer sehr konstant auf einem hohen Level. Bei den anderen Teams hat es eher immer ein bisschen mehr geschwankt, aber ich denke, das liegt daran, dass unser Auto so alt ist, wie wir es so gut kennen und deswegen, sag ich mal, immer das Optimum rausholen können und keine, sag ich mal, schlechten Läufe in dem Sinne haben. Und die anderen Teams hatten ganz oft Ausfälle. Das ist uns die letzten Jahre auch passiert und dieses Jahr lief absolut alles perfekt. Wenn ihr jetzt mal 2 oder 3 Faktoren nennen wolltet, die dieses Fahrzeug oder die anderen, die ja irgendwo ähnlich wahrscheinlich sind, also was sind so die besonderen Faktoren für diese Effizienz? Ist es nur das Gewicht? Sind es die Reifen? Sind es die Motoren? Oder ist es einfach die Summe von allem? Das ist die Summe von allem. Und dadurch, dass eben halt die Technik so einfach gehalten ist, wissen wir auch da genau drüber Bescheid. Und bei anderen ist es zum Beispiel so, dass jeder ein Fachgebiet hat, aber sich dann um andere Komponenten nicht so wirklich kümmert und sich auch nicht auskennt. Und aber auch nochmal, um auf den Verbrauch zurückzukommen, habe ich jetzt hier nochmal eine 1-Liter Flasche. Das muss man sich vorstellen, ist jetzt 1 Liter Benzin und mit unserem Verbrauch kommen wir umgerechnet einmal bis nach Moskau, sind ungefähr 1630 Kilometer. Und ich denke mal, das ist schon eine ordentliche Leistung. Ich denke, wenn alle Fahrzeuge so wenig verbrauchen würden, dann würde sich die Erdölindustrie gar nicht mehr lohnen. Ja. Also eigentlich ein Rennen, um es abzuschaffen. Mit dem Verbrennungsmotor wäre das nie möglich, weil der einen viel, viel schlechteren Wirkungsgrad hat. Und das ist jetzt nur, wenn man die Energie umrechnet. Aber die Verbrennungsmotoren, also die Konkurrenten, sag ich mal, die in einer anderen Kategorie fahren, die haben viel schlechtere Ergebnisse. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen. Ich glaube, der erste hatte 420 Kilometer mit 1 Liter Benzin. Das ist 1/4 von unserem. Kennt ihr denn den Wirkungsgrad des Fahrzeuges? Den Gesamtwirkungsgrad nicht, aber wir können ihn schätzen. Die Motoren haben im Bestfall, wie schon gesagt, 94%. Wahrscheinlich fahren wir nicht durchgehend auf 94% Wirkungsgrad. Das ist eigentlich unmöglich, weil es kommt immer auf die Ampere und so an. Und auch auf die Hitze. Alles. Also es gibt viele Faktoren, die dazu zählen. Ich schätze mal, am Ende fahren wir bei 90, um die 90%. Dann hat die Kette noch 1-2% Wirkungsverlust. Die Reifen und so. Und dann, ist schwer einzuschätzen, was gesamt ist. Ich schätze mal, um die 85-80%. Das ist schon heftig. Also beim normalen E-Auto geht man von ungefähr insgesamt 60% Wirkungsgrad aus, also alles eingerechnet, Ladeverluste und Verluste im Akku, Inverter und so weiter. Man muss natürlich auch sagen, hier, warum es jetzt noch so effizient ist, ist natürlich das Gewicht und die Aerodynamik, die natürlich nicht direkt im Wirkungsgrad eingerechnet sind. Also ein Jetcar, sage ich mal, oder so ein Fahrzeug wie eures in der Form eines SUVs würde nach 3 Metern quasi stehen bleiben, weil es zu schwer ist. Und ja, also ich meine, das ist eigentlich ja das, was wir ja die ganze Zeit diskutieren und überall diskutiert wird. Die Fahrzeuge, die wir heute auf der Straße haben, die sind einfach zu schwer.
Die meisten sind aerodynamisch einfach eine Katastrophe, fahrende Schandwinkel, sagt man immer, ja, sind ineffizient von vorne bis hinten. Und ich glaube, mit so einem Fahrzeug will man jetzt nicht unbedingt in Urlaub fahren, aber letztlich zeigt es doch, man muss an allen Stellschrauben drehen. Mhm. Ja. Ihr habt vorhin auch noch was über die Reifen gesagt. Ich hatte, als ich reingekommen bin, so ein bisschen was zu den Reifen gehört. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Das sind speziell entwickelte Reifen von Michelin, mhm, die sich speziell nur für Energiesparrennen entwickelt haben. Mhm. Und Shell hat die damals verkauft. Die waren ganz selten. Man ist nur ganz schwer an Reifen rangekommen, nur wenn man ein neues Auto angemeldet hat oder alte vorgelegt hat. Steht auch hier. Waren auch sehr teuer. Mhm. Und sind extrem effizient im Vergleich zu anderen. Also eigentlich kommt da kein anderer Reifen ran, was die an Effizienz haben. Die fahren auch schlauchlos und viele Faktoren, die da einspielen. Das Problem ist, dass Michelin die Herstellung eingestellt hat und wir kommen nicht an neue Reifen. Und die anderen Teams haben die gleichen Probleme. Okay, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Erstmal vielen Dank bis hierher. Das war, fand ich, super interessant. Könnt ihr vielleicht das mal zumachen noch, dass man mal von hier sehen kann? Ich gehe mal rum. Ja, an unserer Form kann man auch erkennen, die ist jetzt nicht ganz optimal aerodynamisch. Also das Rad, das liegt daran, dass wir bis 2015 Solarzellen verbaut hatten. Da hat das Regelwerk noch Solarzellen zugelassen und die sind jetzt aber nicht mehr erforderlich. Die Solarzellen waren zum Nachladen während der Fahrt, ja? Genau. Man musste eine bestimmte Anzahl an Energie, also eine prozentuale Anzahl an Strom eingespeist haben, damit das Ergebnis überhaupt zählte. Also 20% von dem, was man verbraucht hat, musste man durch die Solarzellen eingenommen haben. Okay. Also ich merke nur, dass eingebaute Solarzellen an Fahrzeugen jetzt wieder so ein kleiner Trend wird. Also ihr habt ja sicherlich auch schon vom Sion gehört, der Solarzellen integriert hat. Toyota gibt's ja schon, den Prius mit integriertem Solardach. Genau, Lightyear. Und ich habe jetzt gerade letztens gelesen, wird aber in Deutschland nicht angeboten, von Kia den Sonata. Das ist ein Hybrid, der auch mit Solar konzipiert ist, sodass der auch die Hybridbatterie lädt. Okay, gut, dann würde ich sagen, haben wir erstmal hier alles Spannende davon erfahren und vielleicht können wir jetzt mal noch ein bisschen mal fahren.